Liebe Wattnerinnen, liebe Wattner, als neuer Bürgermeister der Marktgemeinde Wattens richte ich mit Freude und Stolz die diesjährige Neujahrsansprache an euch. Das neue Jahr hat soeben begonnen und so ist es wieder an der Zeit, Resümee zu ziehen. Mit Ruhe zurückzublicken auf das vergangene Jahr 2015 und eine kurze Vorschau zu geben auf das kommende Jahr. Das vergangene Jahr war für mich persönlich ein sehr spannendes, welches geprägt war von harter Arbeit, Lernen, zahlreichen Veranstaltungen sowie einer Amtsübergabe, die geprägt war von Intelligenz und Harmonie, welche uns allen zugute gekommen ist. Und es sei mir eines erlaubt, nämlich mich bei meinem Vorgänger Kommerzialrat Franz Droppmeier zu bedanken. Bitte erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr 2015 zu geben. Im Jahr 2015 fanden wieder zahlreiche Veranstaltungen aus den Bereichen Sport, Kultur sowie Gesellschaftlichem statt. Unser sehr wichtiges Projekt Fernwärme wurde weiter vorangetrieben. Mittlerweile wurden 24 Kilometer Fernwärmeleitungen vergraben und über 500 Kunden ans Fernwärmenetz angeschlossen. Gleichzeitig nutzten wir die Grabungsarbeiten, um unser Kanal- und Wassernetz auszubauen, sowie der Breitbandausbau forciert. Es wurden weiters hohe Summen in den Straßenbau sowie in die LED-Beleuchtungsinitiative investiert. Es wurde ein Biebmatzweg errichtet, wobei ich mit Freude berichten kann, dass dieser sehr gut von der Bevölkerung angenommen wird. Es wurde in der neuen Mittelschule eine weitere Sanierungsoffensive durchgeführt sowie einige Planungsmaßnahmen durchgeführt. Seitens der Industrie sei berichtet, dass es zwar im Unternehmen Swarovski zu weiteren Personalreduktionen gekommen ist, jedoch durch Investitionen einerseits in den Kristallwelten, andererseits im Unternehmen ein starkes Signal hinsichtlich der Standortsicherung in unserer Marktgemeinde gegeben wurde. In den Kristallwelten sind bereits über 500.000 Besucher seit der Wiedereröffnung gezählt worden. 2015 war ein sehr arbeitsintensives Jahr und bei der Gelegenheit ist es an der Zeit, Danke zu sagen. Danke natürlich an die Mitarbeiterschaft der Marktgemeinde Wattens. Im Moment sind dies 280 Personen. Es sei sämtlichen Vereinen gedankt, die sehr wertvolle Aktivitäten in unserer Marktgemeinde gesetzt haben. Wichtig ist es mir auch, mich bei allen Gemeinderäten der Marktgemeinde Wattens zu bedanken. Nur mit einem guten Klima und einem funktionierenden Gemeinderat ist die Umsetzung solch großer Projekte möglich. Und hinsichtlich des ausgezeichneten Klimas innerhalb unseres Gemeinderates sei es mir erlaubt zu sagen, dass wir dadurch sicherlich eine Vorzeigegemeinde sind. Als Bürgermeister der Marktgemeinde Wattens wird es auch in Zukunft meine Aufgabe sein, darauf zu achten. Am 17. Dezember des letzten Jahres fand die letzte Gemeinderatssitzung statt, in welcher traditionellerweise der Haushaltsplan für das kommende Jahr beschlossen wird. Und mit Stolz und großer Freude kann ich berichten, dass das Budget 2016 einerseits das größte der Geschichte unserer Marktgemeinde darstellt und andererseits möchte ich mitteilen, dass wir dieses einstimmig beschlossen haben und somit die Arbeitsgrundlage für das kommende Jahr gelegt wurde. Das Budget 2016 ist geprägt von drei Großprojekten: dem Sozialzentrum, dem Museum sowie dem Umbau der Hörhaltschule. Alleine diese drei Großprojekte werden insgesamt über 20 Millionen Euro ausmachen. Des Weiteren
wird ein Friseur im bestehenden Seniorenheim angeschafft werden. Es werden Fahrzeuge angeschafft innerhalb der Feuerwehr, innerhalb des Bauhofes. Und es freut mich sehr zu berichten, dass wir im Bereich unserer Gemeindepolizei eine Vorreiterrolle in Österreich übernehmen werden. Denn das neue Fahrzeug unserer Gemeindepolizisten wird ein Elektrofahrzeug sein. Die Elektromobilität wird in Zukunft eine große Rolle spielen, denn wir wollen auch ein Elektro-Tankstellennetz in unserer Marktgemeinde errichten. Des Weiteren werden wir auch nächstes Jahr wieder in den Wohnungsbau investieren. Es werden 30 Gemeindewohnungen im Ried errichtet. Des Weiteren freut es mich sehr, dass wir gemeinsam mit der Destination Wattens ein tolles Projekt auf Schiene gebracht haben, nämlich die Werkstätte Wattens. Im letzten Jahr eröffnet, werden wir heuer beobachten, wie sich dieses Gründerzentrum im Werk 2 der Firma Swarovski entwickeln wird. Wie man sehen kann, beinhaltet unser Arbeitsplan 2016 zahlreiche interessante Projekte. In vielerlei Hinsicht werden diese die Weichen für ein modernes Wattens stellen. Ich bin sehr stolz darauf, gemeinsam mit dem Wattner Gemeinderat diese ausgewogene und intelligente Arbeitsgrundlage präsentieren zu können. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir mit dieser Arbeitsgrundlage Wattens in eine gute Zukunft führen können. Eines sei mir noch erlaubt. Auch in unserer Marktgemeinde werden in einigen Wochen die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen stattfinden. Ich wünsche mir von allen beteiligten Fraktionen, dass sie mit der nötigen Weitsicht und Intelligenz in diese Wahlwerbephase herantreten mögen, dass wir uns auch im Anschluss wieder mit Freundschaft begegnen können. In dieser Hinsicht wünsche ich Ihnen, liebe Wattnerinnen und Wattner, ein gutes, gesundes sowie erfolgreiches Jahr 2016.